Richard Dorfmeister auf dem Dorfe. Gemeinsam mit Musiker Rupert Huber und einem Chor aus der Region interpretiert DJ Dorfmeister den Hit Alles Steiles, auf Deutsch An die Sterne, von Tomasz Dolf. Im Sommer wagt sich der Soundtüftler das erste Mal ins Schams nach Matton und lernt dort die Welt von Tomasz Dolf kennen. Die rätoromanische Musik ist für mich definitiv was Neues, aber ich habe ein gutes Gefühl. Im Herbst spielt der DJ in der Kirche von Andea die ersten Tonaufnahmen ein. Ist das traditionelle Stück Alles Steiles brauchbar für einen modernen Remix? Bei der Arbeit mit den Schamser Chören kommt der Soundtüftler vom Musikhimmel auf den Boden der harten Tatsachen. Absolut. Also es ist eigentlich der komplette Culture Clash, wie man das so sagen will. Aber das macht es auch interessant. In Andea ist mittlerweile die Winterkälte eingezogen. Wochenlang hat Richard Dorfmeister im Studio getüftelt. Dorfmeister, verstehen Sie die romanische Kultur besser jetzt? Ja, immer besser. Warum? Weil ich es immer mehr spüre. Was spüren Sie? Ich spüre die Luft. Ich spüre die Sonne jetzt nicht gerade, aber tagsüber. Und ich spüre die Sprache. Und ich spüre den Sound, die Musik. Ja, also alles gut. Dorfmeister liefert und bringt den Beat zum Chor. Aber kann der Soundtüftler überzeugen? Werden die Hüter des Erbes von Tomasz Dolf seinen Remix von Alles Steiles gutieren? Ich war überrascht. Es hat zwischendrin für mich wie ein Orchester getönt. Ich habe einen Bläser gehört, einen Streicher gehört. Eine ganz tolle Kombination, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, dass man Lieder, die zum Beispiel hier im Kanton Graubünden sehr vertraut sind und von vielen Chören gesungen werden, dass man die wie für neu interpretiert. Abklatschen mit dem Dirigenten. Auch Meister Dorfmeister ist erleichtert. Die Produktion war dann doch aufwendiger als gedacht. Auch die Live-Produktion und die Studioproduktion. Es war dann, wenn man es gut machen will, braucht man immer mehr Zeit, als man ursprünglich glaubt. Und jetzt für den Moment genug romanische Musik gehört? Für den Moment ja, aber vielleicht geht's morgen wieder. Experiment geglückt, Mission erfüllt. Richard Dorfmeister macht sich auf zur nächsten musikalischen Knacknuss.